Und herzlich willkommen zu einem neuen Deutschvideo der Streberfabrik. Heute beschäftigen wir uns mit der Epoche des Naturalismus. Die Epoche des Naturalismus kann man ungefähr zwischen 1880 und 1990 einordnen. Man kann es als Gegenbewegung zu dem poetischen Realismus sehen. Dazu später mehr. Ganz wichtig in dieser Epoche ist es, dass man so nah wie möglich die Wirklichkeit abbilden wollte. Außerdem war man gegen eine idealistische Überhöhung der Literatur. Das heißt, dass das Hässliche nun im Zentrum steht. Außerdem sollten die Produkte der Moderne dargestellt werden. Das heißt konkret die Schattenseiten der Zivilisation, also das Elend in den Großstädten und vor allem auch die Lage der Arbeiter aufgrund der Industrialisierung, die zu dieser Zeit vorgeherrscht hat. Ganz oft kann man bei naturalistischen Werken Szenen aus der Alltagswelt beobachten, die im Mittelpunkt stehen und so für Provokation sorgen. Zum Beispiel eben Armut und Krankheiten wird dargestellt, ohne irgendwas zu verschönern. Und, was auch noch wichtig ist im Naturalismus, die Weltanschauung ist auf Basis der Naturwissenschaft. Das heißt, man geht davon aus, dass der Mensch nicht mehr als ein Stück Natur ist. Die Naturalisten waren Anhänger der Milieutheorie. Das heißt, der Mensch ist durch seine Herkunft, sein soziales Umfeld und seine Zeitumstände bestimmt. Und das ist unausweichlich. Kommen wir nun zu den künstlerischen Hauptmerkmalen des Naturalismus. Zum einen kann man da den Sekundenstil dazu zählen. Das heißt, dass die Erzählzeit und die erzählte Zeit deckungsgleich sind. Außerdem eine akribisch genaue Darstellung des Zeitablaufes. Auch ganz charakteristisch ist das Benutzen von Dialekt, von Redensarten, Satzfetzen und Stammeln. Das alles wurde mit teilweise Stilmitteln ausgedrückt. Und was man auch finden kann in naturalistischen Werken sind Regieanweisungen, weil man ja wirklich alles der Wirklichkeit getreu erzählen möchte. In der Lyrik lag der Schwerpunkt auf der Beschreibung der Lebensbedingungen moderner Großstädte. So, nun wie versprochen eine kurze Übersicht, was der Unterschied zwischen Naturalismus und dem poetischen Realismus ist. Beim poetischen Realismus kann man von einer poetischen Verklärung der Realität ausgehen. Das heißt, man hat es abgelehnt, das Hässliche darzustellen. Außerdem wurde auf jegliche Parteinahme verzichtet. Im Naturalismus hingegen möchte man tatsächliche Verhältnisse wiedergeben. Das heißt, das Hässliche rückt hier in den Blickpunkt. Und ganz klar steht hier auch die Provokation des Publikums an erster Stelle. So, was waren wichtige Autoren und Werke des Naturalismus? Bei den Autoren auf jeden Fall Gerhard Hauptmann und Arno Holz. Werke des Naturalismus, die man kennen sollte, sind auf jeden Fall Bahn Versatil von Gerhard Hauptmann, Die Weber von Hauptmann und Das Buch der Zeit von Arno Holz. So, und wie immer in jedem Epochenvideo die wichtigsten Fakten nochmal im Überblick. Ein Kernsatz des Naturalismus könnte sein: Unsere Welt ist nicht mehr klassisch, unsere Welt ist nicht romantisch, unsere Welt ist modern. Gesagt von Arno Holz. Schlüsselbegriffe des Naturalismus sind folgende. Ein Anspruch auf naturwissenschaftliche Objektivität. Das Hässliche rückt in den Blickpunkt. Man findet einen Determinismus und einen sozialen Veränderungswillen. Außerdem den sogenannten Sekundenstil, also die Deckungsgleichheit von erzählter Zeit und Erzählzeit. Und, auch sehr wichtig zu merken, Kunst ist gleich Natur minus X. X sind hierbei die künstlerischen Reproduktionsmittel und man geht also davon aus, dass die Differenz zwischen Natur und Kunst möglichst klein gehalten werden soll. Also diese künstlerischen Reproduktionsmittel sollen möglichst minimal eingesetzt werden. Danke fürs Zusehen
Bei Fragen oder Anmerkungen könnt ihr uns immer gerne auf unserem Blog schreiben oder auf unserer Website oder besucht uns doch einfach in Facebook.